MMOGA, dein Gaming-Spezialist mit Kampfpreisen. Worms, Clan Wars. Immer noch wir vier. Und ich spiele heute, jetzt in dieser Folge mal auf Risiko, nur kleine Würmer. Mal gucken. Oh, ne, oh Gott. Und Benny steht da hinten. Safe. Ja, schön. Ja, mach was draus. Mit Seichen springen kannst du die Runde überspringen. Genau. Er muss Leertaste drücken. Edem! Nachschub ist eingetroffen! Oh Mann, ich wäre jetzt aber eigentlich ganz gerne. Nee, das ist doch scheiße. Da habe ich doch wieder voll die Arschkarte da links. Boah, der eine von Mayo, der steht aber da links auch ein bisschen. Och man, jetzt ist wieder genau der Falsche dran. Das ist doch kacke. Was will ich denn da oben? Wow. Nee, lass den stehen. Ist aber nett, dass du mich daneben leben lässt. Ich hätte jetzt eigentlich nicht damit gerechnet. Das wirst du bereuen. Ich konnte ja zwei dafür kriegen. Frei haben können. Du wärst nicht so weit geflogen. Ich hätte nicht fliegen müssen, weil es Wasser gab. Ja, aber das will ich mir aufheben. Ach so. Ich hab nach links gelenkt. Aber ich bin gut gelandet. Danke fürs Auffangen. Gerne. Gerne, gerne, Gerd. Ich mach das total gern. Das weißt du doch. Wenn ich übrigens manchmal ein bisschen leiser bin, dann liegt das daran, dass ich bei Worms immer so auf 7:30 hänge. Wow. Tut mir leid, Gerd, aber du warst mir ein bisschen zu schwer. Steht mein Wurm im Weg. Ach Mann. Aber warum ist denn der... Ah ne, ich bin erst zum zweiten Mal insgesamt dran, ne? Mhm. Okay, das erklärt es. Guck mal, Mal steht da unten so schön. Ja, wobei ich habe die Hoffnung, dass ganz vielleicht... Wobei die... Ne, das wird wahrscheinlich... Außerdem, wenn der Nick einen Funken Ehre im Leib hat, dann hätte er meinen Wurm in Ruhe gelassen. Ich habe ihn ja eben auch verschont. Doch in Ruhe gelassen. Ja, ja, ist okay. Ja, mit dem Camper wollte ich vorhin was tun, bevor man mich eliminiert hat. Echt? Ja. Dann wollte ich einfach mit der Bazooka von unten drauf halten. Nicht, was er vorhat, aber ich glaube nicht, dass es funktionieren wird. Es könnte schon funktionieren, aber dann frage ich mich eins. Warum hast du das vorhin schon mit dreien auf einmal gemacht? Okay. Genau deswegen.
Aber vorhin war die kleine Kuhle, an der ich hier hänge, auch noch nicht. Ja. Hast du selber reingesprengt. Ja, aber ich musste jetzt, irgendwas musste ich machen. Und es hätte ja klappen können. Ich musste auf jeden Fall da oben weg, weil beim nächsten Zug, wenn du mit dem Wurm dran gewesen wärst, hättest du mich nämlich da oben runtergeholt. Was? Ja, was? Würde ich nie nicht tun. Oh, Nick macht Kopfbälle. Ja, siehst du mal. Kannst du nicht, ja? Mm-mm. Benni, du kannst Nick vernichten, ne? Mhm, du kannst aber auch... Na, wobei... kannst auch einfach da rechts eine Granate reinlegen, dann machst du zwei Leuten Schaden. Da hat er recht. Aber Schaden gegen Töten? Dann muss man gut überlegen. Gut, dass Benni ein vernünftiger Mensch ist. Sehe ich anders. Was sollte denn jetzt heißen? Du kriegst nämlich jetzt die Quittung, pass auf. Ach, guck. Wolltest du was sagen? Vielleicht hab ich ja Glück. Es ist zwar unwahrscheinlich, aber wir probieren es aus. Es ist umso lustiger, wenn es nicht funktioniert. Siehst du? Was sag ich? Du kriegst die Quittung. Was denn? Ist noch gar nichts passiert. Ja. Das wollen wir nicht. Mit Glück wäre aber. Also, Benni, dem darfst du nicht trauen, dem Nick. Das haben wir in anderen Spielen schon erlebt. Der Nick, der ist so nett und macht einen auch so höflich. Und wenn er kann, ja, ja, dann macht er dich platt. Im Gegensatz zu dir brauche ich nicht einen noch höflich machen, Mario. Ja, spring nochmal. Oh, langweilig. Ja, da sitzt du echt gut. Weil ich glaube, sterbe ich noch? Ich bin nicht sicher. Nee. Ach nö. Was denn? Okay. Tschüss. Gerhard, das ist kein Frauenglück. Ich muss eigentlich nur noch Restarbeit leisten. Wenn er es richtig macht. Es war schön mit euch. Sind denn das für welche? Zweifel kannst du dir noch einfach ein Ei da hinlegen. Wir sind Zwillinge. Nö. Wow, okay. Lack hat wieder zugeschlagen. Das war wieder, ja. Das war interessant, ja. Tja, und nu? Sicherheitswurm. Müsste der Wurm nicht echt bald mal kleiner werden? Bei den vielen Sport? Nein, der bleibt so fett. Die Lache, Alter. Ja, Nick. Ja, Nick. Jawohl, Nick. Was mache ich jetzt, ist die Frage. Also ich hätte mehrere Alternativen. Ja. Wirf sie deinem eigenen an den Kopf. Genau. Und guck, was passiert. Komm, bring uns mal eine Alternative für Deutschland. Wow. Ja, war doch gut. Hallo Gerhard. Wer ist Benni? Hallo. Go away. Go away. Eine andere Überlegung wäre gewesen, die Kisten wegzuballern oder nach ganz links versuchen, wobei ich das dann doch schon für etwas unwahrscheinlich gehalten habe. Wow.
Das hat ja mal... Oh, Leute, hört doch mal auf zu schreiben. Mein Gott. Wer schreibt denn? Die Radio Pfalz-Gruppe. So. Gute Nacht, gute Nacht, gute Nacht, gute Nacht. Geht doch einfach ins Bett, Rentner. Probier das jetzt. Das könnte klappen. Ja. Okay. Die Richtung war gut, nur die Zeit war scheiße. Granatengerd ist auch in Altersteilzeit, wa? Ja. Hey, Nick. Das würde ich nicht machen. Lass dir nichts einreden. Guck mal hier, was da angeflitzt kommt. Boah, ey, du da bist hier in den Arsch, ey. Kettenreaktion. Und Mayo hat wieder Glück. Das ist nicht normal, ne? Mayo überlebt. Aber und Benny auch. Aber war trotzdem in Ordnung. Hat viele Schaden gemacht. Eingezahlt. Damit war zu rechnen. Der stand halt so an der Waterkant. Hab ich verdient. Muss euch da mal ein bisschen sammeln. Weiß ja nicht, was ich davon jetzt halten soll. Der und sein Sicherheitswurm, ohne Scheiß, ne? Genau, spring rechts in den Tod. Leertaste. Wenn du überspringen willst, ansonsten. Was machst du denn jetzt? Ernsthaft? Er hat zu viel meiner Videos geguckt, glaube ich. Ja, ich glaube das auch. Nee. Ja. Oder? Oh! Bom. Ah. Ja. Die Luft hat's voll abgekriegt. Und damit hat die Air Force One jetzt ein Loch in im Rumpf. Ja, ich wollte im Flugzeug da oben mal irgendwie. Ich habe gedacht, du triffst die Möwe, die geht mir nämlich ziemlich auf den Sack. Guck dir das an, jetzt sammelt er sich da oben, der feige Hund. Ja, da unten bei den Zweien von dir möchte ich nicht mehr weiter hier. Ach so. Denn dann hätte ich die beide auf einmal kriegen müssen. Aber nicht möglich und deshalb nö. Was kommt denn jetzt? Der geflügelte Affe oder was? Tatsache. Ich balanciere den. Das Ding bringt überhaupt nichts, ne? Ja, ich balanciere den auf meinem Kopf. Da kannst du mal gucken. Du kannst die Dinger halt auch nicht wechseln. Mann, wann kommt denn endlich mal was Vernünftiges? Super. Das war doch gut. Das war vor allem sehr vernünftig. Oh oh. Mhm. Ich merk schon, ich hab's mit den kurzen Distanz. Ah, der kann jetzt endlich. Ah. Ja, ich kann auch.
Nur Benny. Ja, ich jetzt auch noch so. Oh. Okay. Okay. Tschüss, Benny. Das war jetzt nicht so geplant. Überhaupt nicht aufgefallen, dass das nicht so geplant war. Ja, ist schöne Dekoration hier oben. Ist nett, ne? Ich dachte, ich mach dir mal ein Geschenk. Los, Nick, spring! Ja, Nick, spring mal! Affe. Dir schenke ich nochmal was. Nie wieder. Ist nicht schlimm. Knapper dran vorbei hättest du nicht schießen können. Das ist richtig. Benni, keine Sorge, an dir habe ich gar kein Interesse da hinten. Ja, ja. Boah, Gerd, leg ihm das Ding doch einfach hin. Nein, falsch. Falsche Richtung. Auch die Richtung finde ich ganz gut. Die wird aber wahrscheinlich nicht liegen bleiben, oder? Nee. Ja. Shit. Tötet die beiden aber, glaube ich, nicht. Nee, aber ich komme ein. Ja. Naja, Tatsache. Der andere steht im Wasser. War doch okay. Tatsächlich besser liegen geblieben, als ich dachte. Mhm, ich auch. Oh, guck mal, Benny, da steht auch einer. Da kannst du jetzt mal hochwerfen, wie gerade. So nicht. Doch, so. Du arbeitest nicht von... Kannst übrigens die Sekunden immer noch einstellen, ne? Wie die dauern soll. Nein! Oh. Ah, schade. Es war nur der Wurf, um sich ranzutasten. So. Ja, da muss jetzt mal weg. Nee. Oder? Ja, doch. Ein Stückchen weiter höher musst du noch. Der hat sowieso noch so wenig Leben. Der kann doch noch den einen Wurm behalten. Ein Stückchen weiter höher musst du noch, sagt er. Bye bye. Bye bye. Eine schöne Deko. Alter, der ein Lack, ey. Ohne Witz hat der einen. Boah. Das ist ja schon ekelhaft, was du ein Glück hast in der Runde. Ich kann nichts dafür, dass du nicht werfen kannst. Vor allem hat der noch so viele Würmer. Mhm. Klar. Auch dafür kann ich nichts. Guck mal, da zwei, da ach, einer. Blindgänger. Boah, so Alter. Der muss auch mal Glück haben, dass er einen Blindgänger erwischt, also.
Boah, dann fliegt ihr auch direkt so weit. Ich würde mal sagen, der Nick ist ziemlich, sieht ziemlich gehörnt aus. Boing. Alter. So, einer weniger. Oh, oh. Nein! Oh, Glück gehabt. Wow. Glück gehabt, dass der da oben das Ding noch getroffen hat. Ja. Nachschub ist eingetroffen. Wir wissen alle, was jetzt passiert. Ja, Glück stirbt jetzt. Ja, komm. Ich muss mal... Ja, Mario. Nee. Aber du beschwerst dich nochmal über Luck, ja? Unfassbar, ey. Los, spring! Aber Benny hat jetzt freie Bahn. Ach komm. Oh, oh. Schade, nicht mal seinen eigenen Twitter. Mhm. Ich hab nicht mit dem Wind gerechnet, ey. Scheiße. Mein Gott, der muss doch da oben wegzukriegen sein. Ja, du musst halt treffen, ne? Gerd. Ich hab das Gefühl, Gerd, passt das nicht, dass da noch ein 46er drin steht. Ach, 5 und 12, die wäre liegen. Ja. Ja, hi. Nick, ich weiß gar nicht, worüber du lachst. Ja! Ja, Benny, schön. Geht doch. Ist völlig egal. Aber sehr schön geworfen. Okay. Jetzt würde ich gut überlegen. Du hättest auch den da oben nehmen können, ne? Nee. Da wäre ich nicht so gut hingekommen. Ja, ja, würde ich jetzt auch behaupten. Der ist auch noch da. Der ist schon doof, ne? Schlecht gemacht, oder? Nächstes Mal noch ein bisschen höher. Mhm. Also, sodass der Richtung 30er geht. Genau, Gerd. Lass ihn wissen, dass Granaten-Gerd noch da ist. Sagt der Dead Snacker? Keine Ahnung. Verstanden? Ich, hab, ja, ich hab's auch verstanden. Ich hab gesagt, genau, Gerd, lass nein, ihn. Nein, der Wurm. Nee, so. Der Typ hier. Oh.
Mhm. Ich würde mal sagen, lebt um. Oh, schade. Genau durch die Lücke. Hättest du das gewollt, hättest du niemals getroffen. Wahrscheinlich. Wow. Fuck, ey. Wow. Was? Ja. Hä? Da war eine Mine genau an der ich links an der Ecke. Ich hätte schwören, da lag keine bei mir. Doch, doch, da lag eine. Ach komm, ey. Fuck, ey. Mann, ich hasse dieses Spiel. Das kann doch nicht wahr sein. Heute ist... Nein! Mario kann da auch ein Lied von singen. Tja, Mario. Dumm gelaufen, würde ich jetzt sagen. Was ist denn jetzt mit? Scheißegal, dann gehe ich halt mit drauf. Das ist mir egal. Boah, ey, da genau in der einen Kante. Die haben wir auch nicht gesehen, diese scheiß Kante. Alter, ey. Daneben. Ja, Nick, komm. Ja, und jetzt springen. Ja, nach rechts dabei. Ja, jetzt macht er mich kalt. Tschüssikowski. Unglaublich, unfassbar, unfassbar. Outplayed. Ja, setz dich in das Auffangbecken. Das ist gut. Ist mir egal. Ich kann jetzt nur noch hoffen, dass Gerd was erreicht. Oh. Okay, wird eine Runde zwischen Gerd und Nick. Warum? Du bist höher. Okay, das kann ich nicht machen. Dann... Ja, noch weiter springen. Nee, nee, der gibt jetzt entweder Gerd einen mit oder. Ja, Gerd. Ja. Ach, shit. Falsche Richtung leider. Damit kommt er jetzt zu mir. Oder in meine Richtung zumindest. Hätte eigentlich nach links fliegen sollen. Das war klar. So viel zum Thema, das gibt eine Runde zwischen mir und Gerd. Du hast genervt, Alter, ohne Scheiß. Als wäre irgendwas entschieden, weißt du? So, du hast genervt. Du nervst immer noch. Es ist egal, du musstest da weg, du hast genervt. Das Problem ist, dass ich nicht mehr allzu viele Möglichkeiten habe. Mhm. Wow. Oh, cool. Das wirst du bereuen. Aber dadurch nehme ich immer ein bisschen Bewegungsradius. Das ist richtig. Das ist gar nicht schlimm. Guck mal, die wirft er jetzt zu mir. Boah. Also hättest du die Lücke treffen wollen, hättest du sie nicht getroffen. Das war aber nicht schlecht, die Granate. Nee, schlecht war die nicht. Bisschen weniger, aber minimal. Ja, hau ihn doch, genau.
Alter! Oh mein Gott! Sind da mir natürlich auch noch die Möglichkeit. Ah. Oh, lol. Wir haben es mit dieser Lücke, kann er das? Total nett, was ihr hier macht. Ja, Gerd weiß, dass er mich nicht kriegen kann, da wo ich gerade stehe. Ja, weil dadurch, dass das Loch jetzt zu tief ist. Ja. Ja. Ist nicht wahr. Wir bomben ihm einfach die ganze Insel weg. Ja. Achso, der ist ja auch noch dran. Nee, der darf nicht mehr. Aber nicht eine Aussetzenkarte oder so? Ah, oh, schade. Weiß schon, warum ich da hinten stehe. Ja. Alter. Boah, ist da unten Material. Ja. Das... Ja, geh doch hin, Gerd. Ja, genau, Gerd. Oder Nick, geh du doch hin. Nee, nee. Ui, bumm. Okay, ein bisschen schneller. Das Schlimme ist, Gerd und ich stehen direkt nebeneinander, aber es bringt keinem was. Ja. Nee. Zumal ich auch keine Items mehr habe. Ich habe auch nichts, was ich jetzt, wo ich jetzt wüsste, wie ich das jetzt sinnvoll einsetzen kann. Och, komm. Noch einmal und wir können dir eine Wasserbombe dahin werfen. Weißt du, was ich lustig, ja. Weißt du, was ich lustig finde, ohne Witz? Was? Ja! Ja! Dass ich genau die Idee mit der Wasserbombe so hatte! Nicht wahr? Doch! Nicht wahr. Ja. 2-3 Sekunden vorher hatte ich die Idee, ich könnte doch eine Wasserbombe schmeißen. Wenn ich Glück habe, treffe ich und hol Nick da runter. Oh Gerd, du bist so ein Penner. Was? Okay, ich weiß nicht warum, aber ich find's gut. Ganz einfach. Ich sag nur Tick-Tack. Ja, ja. Mhm. Tick-Tack. Sag weil du auch. Kannst im Prinzip nicht nur dahin und kommst wieder nicht an mich ran. Es gibt doch wieder so ein ewiges Battle. Mm-mm. Also ewig, bis das Wasser einem bis zum Kopf steht, ja. Ich wüsste noch einen Weg, ich weiß aber nicht, ob der schnell genug wäre und ich werde dir auch nicht verraten. Ich glaube nicht, dass der da hochkommt. Mit dem Ding nicht, glaube ich auch. Die ist leider nicht da liegen geblieben, wo ich sie gerne gehabt hätte. Wo hättest du sie denn gerne gehabt? Ein Stück höher. Ich wollte kurz sagen, okay. Ich glaube, er hätte sie gerne ein Stück versuch höher. Versuch jetzt was. Das könnte eine Chance sein. Der Drecksack, der hat Armageddon. Geht da selber mit drauf.
Oh, oh nee, Napalm. Nee. Ach scheiße, du wolltest ja als du als Stümper. Nein! Okay, nicht bedacht. Hm. Tja. Fliegen. Ich gebe zu, das war jetzt nicht mein bester Zug. Ah, der war nice. Groß genug. Ja, du kannst da durchspringen. Muss einfach nur einen Schritt vorgehen. Schade. Plus. Jetzt sauf ich ab gleich. Schade. Oh. Wie ist die Luft da unten, Mayo? Dünn. Genau wie Nick. Ja, aber Nick ist auch gleich tot. Ja, Nick hat sich selber verbaut durch den Torpedo. Ja, Nick, wir den Freitod machen müssen, was ich jetzt vorhab. Stahlträger, ja. Ah, nee, das geht ja auch nicht. Spring ins Wasser, sterb mit Würde. Komm in die Gänge! Echt mal. Shit. Ja, komm, latsch ins Wasser. Ja, ich kann eigentlich nur hoffen, ganz ehrlich. Nicht und letzter. Damit bin ich raus. Letzter war ich ja sowieso nicht. So, Gerd. Würdest du der Sache jetzt ein Ende machen? Gerne. Dieser irre Blick, ne? Komm schon, bitte. Oh, was? Ja. Okay, dann habe ich immerhin unentschieden noch hinbekommen. Ich hätte das andere machen sollen, okay. Ich habe noch einen Teleporter. Oh, okay. Ich hätte mich also rechts auf den höheren noch teleportieren können. Und mit diesen. Ich habe mich extra an die Kante gestellt, dass du da nicht rüberspringen kannst. Und mit diesen weisen Worten sehen wir uns in der nächsten Folge. Tschüss. Tschüss. Tschüss.